Wir erhöhen das Kurzarbeitergeld, ein bewährtes und gutes Krisenbekämpfungsinstrument, das wir kennen. Wir verlängern das Arbeitslosengeld 1, weil wir zurzeit auch keine Vermittlungen in großem Umfang vornehmen können. Wir haben schon vereinfacht den Zugang zum Arbeitslosengeld 2. Wir vereinfachen und ermöglichen denen, die Kurzarbeit haben, dass sie hinzuverdienen können in den Bereichen, in denen ihre Arbeitskraft dringend benötigt wird. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, wir können das deswegen machen, weil wir in den letzten 10 Jahren gut gewirtschaftet haben in unserem Land.